Haben wir sonst noch irgendwas hier? Irgendwelche Münzen oder so? Nein, haben wir alles schon bekommen. Ich glaube, hier wird sogar, seht ihr diesen kleinen orangenen Punkt? Hier werden sogar Ressourcen gekennzeichnet, wie es ausschaut. Nicht schlecht. Okay. Drücken Sie zum Aufheben. Ach so, jetzt dachte ich, sie nimmt diesen Generator da mit. Ja, das ist klar. Ich will bloß nochmal drumherum schauen. Nee. Okay, was haben wir hier? Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ja, dieser ekelhafte Konstantin, waren die etwa ein Pärchen? Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof, ich bin schon drin. Alles klar. Jetzt dachte ich eben, sie drückt da irgendeinen Knopf, und weiß gar nicht, was der macht. Na, wenn das mal keine Überraschung gibt. Okay, voll. Seilpfosten. Ach so, jetzt verstehe ich. Alles klar. Um eine Brücke zu schaffen. Neben. Ach so, daneben stellen. Alles klar. Und mit dieser Seilwinde, die wir erworben haben. Moment. Hier verlangt noch ein Schloss nach uns. Nach unseren flinken Fingern. Was haben wir da? Zwei Giftpfeile. Nice. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf diese Winde. Ist ja wie eine Rakete. Erna, ich muss da reinkommen. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satelliten. Zu viel Störung. Nicht der Wolkendecker. Jacob, was macht er da? Sollte er auch nicht. Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich hier versteckt hat, hat er den perfekten... Das frag ich mich auch. Vorsichtig, Lara. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Croft. Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Vorerst am Leben lassen, wie gnädig. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet...
Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Schwester? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Okay, die Zeit drängt. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Okay, wir sollen uns verstecken. Unterwegs. Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay, noch eine Seite aus Annas Tagebuch. Konstantin will wohl die göttliche Quelle haben, um Anna zu helfen, aber der Weg ist ein total falscher. Okay. Gut, wir bleiben erstmal noch auf Bogen. Ja. Da. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Können wir uns auf dem Klo aufhängen? Okay, Seil. Ha,
Ja, ist auch sicherer, als wir hier durch diese Strompfütze zu gehen. Können wir uns jetzt da ranhängen oder wie ist das gemeint? Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Okay, und wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Oder? Ah, okay, wir haben Zeit. Haben sie uns entdeckt? Ja! Wow. Nein! Na los! Wow! Okay, wo bist du? Wir haben keine Munition mehr fürs Gewehr. Okay, wir haben ihn doch noch irgendwie gekriegt, oder? Ja, scheint so. Ach doch, wir haben Munition. Wow! Ja, kommt schon. Ja. Ihr solltet sehen, wo ihr steht. Okay, nichts vergessen hier. Da liegt auch noch was. Schon voll. Okay. Wow. Okay, wir nehmen mal die Lampe mit. So, es reicht. Wir kommen hier raus. Wir gehen über Leichen, wenn es sein muss. Oh ja. Ah, kommt. Holt mich. Ja, beenden für euch, ihr kleinen, miesen Pisser. Vergiss es. Hier, bitte. Bitte.
Okay, wo ist er hingeflogen? Wow. Nicht schlecht. So. Zeit zum Knacken muss auch sein. Ja. Voll, natürlich. Das ist auch wieder eine Dose. Können wir die nicht so mitnehmen? Wir müssen das gleich herstellen, den Sprengstoff. Okay. Na gut. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ha, gerechter Mann. Ich lach mich hier kaputt. Ja, wenn ein Lappen die Armee anführen soll, dann bitte Konstantin, aber sonst keinen anderen. So, was haben wir hier? Rucksack. Sehr schön. Ja, Rucksäcke markieren ja so einiges hier. Wir schauen mal wieder auf die Karte. Was haben wir denn hier? Überlebensversteck. Okay, das ist sehr schön. Wir zentrieren das mal. Überlebensversteck. Gar nicht mal so schlecht. Moment mal, 2 Sekunden. Ich muss kurz mal... So, weiter geht's. So, ich habe mir mit Bedacht den Bogen ausgewählt. Dann können wir nämlich noch ein paar Giftpfeile... verschießen. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige sie! Verdammt! Fuck! Scheiße! Scheiße! Hört mal auf, da rumzuschießen. Oh mein Gott, es ist kalt. Okay, bevor wir weitergehen, rasten wir kurz. Puh. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott, ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Guter Gedanke. So, wir können natürlich auch wieder ein bisschen was herstellen. Wir schauen mal kurz ins Inventar. Wir können immer noch keine Granaten herstellen. Okay, wir können hier aber was machen. Das, was schon lange fällig ist, der Jägerköcher. Tragekapazität erhöhen. Gut, sonst können wir hier nichts machen. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Daher beschleunigen wir das hier etwas. Oh, wow, wie viel Bogen haben wir denn hier? Schauen wir uns nachher noch alles an. Ganz in Ruhe. Die Waffe. Wir hatten die, ich sage mal, Uzi noch nicht so ganz probiert. Wir nehmen sie mal mit. Wir probieren sie nochmal. Ausführlicher. Die MG, Sturmgewehr, Goldfang. Wo haben wir bitte den...
den Goldfang her? Ich denke, das ist... ja, das muss mit den DLCs zusammengehören. Wir probieren das einfach mal. Sturmgewehr haben wir gesehen, gerade im Einsatz. Wir probieren es. Und auf jeden Fall eine wärmere Kleidung. Lara, du erfrierst mehr hier. So, was nehmen wir denn diesmal? Vielleicht können wir mal nach irgendwas gehen, was uns ein bisschen hilft hier. Antarktis, hellenhafter Forscher, Pionier, erhöhter Nahkampfschaden, Expeditionsjacke, Whiteout-Jacke, moderner Wintermantel mit Wärmeschutz, ganz in weiß. Ja, wir nehmen die mal. Weiß ist immer gut, dann fallen wir nicht so auf. Fähigkeitspunkt. Okay. Schauen wir mal, wo wir das... Nein, wir machen das bei dem nächsten Teil. Ich habe jetzt gerade irgendwie keine Ruhe. Mich interessiert, wie es hier weitergeht. Oh, das sieht nice aus. Wow, okay. Das hat sicher seine Durchschlagskraft und seine Daseinsberechtigung, aber braucht halt ewig zum Nachladen. Wow! Ich bin hinter dir! Okay, wir machen es anders. Wo seid ihr? Ah, verdammt, hat nicht so ganz geklappt. Da oben, der hängt. Der hat wohl noch was abbekommen. Okay, wir probieren noch einmal das Gewehr. Ja. Ich stehe unter Beschuss. Wow. Weg hier. Vergiss es. Wow! Ach du meine Güte! Wow, bloß weg hier! Keine Munition mehr! Du denkst, du kriegst uns. Wir haben auch keine Heilung mehr. Fuck! Wo bist du? Da oben. Wie viel seid ihr denn, sag mal? Ah, hast du wohl daneben geschmissen? Nein, fuck! Ah. Okay. Meine Güte, habt ihr das ganze Gebäche da oben überhaupt mitbekommen? Manche Gegner habe ich gar nicht gesehen, geschweige denn wahrgenommen.
Na gut, okay. Concentration activated. Das Gewehr würde ich trotzdem gerne noch eine Chance geben, denn da steckt Dampf hinter. Auch wenn es 10 Minuten gefühlt braucht, um nachzuladen. Apropos nachladen. Ja, hier fehlen auch 2 Schüsse. Okay. Moment, schaue ich da richtig? Wir haben da einen Seilzug. Okay, müssten wir theoretisch das Gebäude zum Einsturz bringen können. Okay. Lasst uns tanzen. Ihr Penner! Na, gefällt euch das? Bestimmt, ha? Vergiss es. Wow, wer bist du? Bigfoot? Ja, geht mal schön in Deckung. Ja, begib dich in Position. Wow! Keine Munition. Ja. Wow, haut ab mit eurer Scheißgranaten. Okay, wir bleiben mal bei den Giftpfeilen. Stellen wir noch einen her. Du kannst schießen, bist du da sicher? Okay, es wird nicht einfach. Verdammt. Ein Giftpfeil haben wir noch. Okay, das wird nichts. Das wird nichts. Munition alle. Jetzt haben wir nur noch unseren Bogen und die Shotgun. Okay. Zeig dich, du Pisser! So, haben wir hier noch irgendwas? Was hast du bei? Ah, Gewehrmunition, verdammt. Wow, da hat er sich gerade noch mal gebückt. Gebückt ist auch gut. Und wir haben keinerlei Heilung mehr. Wir müssen irgendwas machen. Keine Munition. Okay, der Schuss muss jetzt sitzen. Okay, wir warten, bis er nachlädt. Jawohl. Noch mehr. Okay, wo seid ihr? Wow. Wir haben keinerlei Heilung, verdammt. Was war das? Sie wollte Munition herstellen. Unsere Pfeile waren alle. Verdammt! Puh, okay, dabei sah das so gut aus. Okay, dem Gewehr gebe ich keine Chance. Nicht für diesen Kampf. Das wird nichts. Auf Entfernung, nein. Okay, dann gehen wir doch rüber aufs Sturmgewehr. So. Gut. So, jetzt sollte das aber was werden. Die Uzi ist gar nicht mal so schlecht, ja. Bloß, man muss zu schnell nachladen. Das ist das Problem dabei. Mit dem Seil ist schon mal ein guter Anfang. Okay, Tanz Nummer 2.
Ihr Penner! Hand auf Hand, jetzt! Haltet sie in Schlaf! Wir hinter dir! Wir haben sie! Unter Besuch! Wow, es ist nicht vorbei. So, jetzt kommt der Bigfoot. Ja, genau. Gebt mir Feuerschutz. Ja, gebt euch mal alle Feuerschutz. So viel zum Feuerschutz. Wow. Ach, ihr dreckigen Mistviecher. Na, gefällt dir das? Stimmt nicht. Wow. Okay, dann rück mal vor. Mein Kleiner. Ja. Muss schon ordentlich zielen, mein Freund. Sonst wird das nichts. Vergiss es. So, hier irgendwo kriecht doch bestimmt noch irgendwas rum. Da! Wir werden ihn ins Bein schießen und dann finishen. Oh nein, nicht noch mehr. Gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen. Und beeilen. Fuck. Oh. Bin auf Landposition. Ah. Na, gefällt euch das? Hier, ich hab noch einen Nachschlag. Weg hier. Er ist getroffen. Brauche Verstärkung. Nein, habe ich mich jetzt selber vergiftet. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ja. Ausschwärmen und Beeilung. Ja, kommt zu Tante Lara. Hier, ich habe ein Geschenk für euch. Was, das gefällt euch noch nicht? Hier habt ihr Nachschlag. Oh, hier gibt's ja noch mehr. Da, ja, gleich noch was. Jetzt wird's giftig. Haltet sie in Schach. Feuer konzentrieren. Ja, Feuer konzentrieren. Okay, was ist das? Was hat der aufgehabt? Ein Helm? Hier! Oh fuck. Was war das für einer? Oh, wir haben Stille.